Lifetime in Review. Dann führen wir eine andere Hand. angeblich! Setzt sich auf seine Hand drauf. Patrick setzt sich auf seine Hand drauf und spielt jetzt seine erste Runde. Siehst du, das ist jetzt jungfräulich. Deine Hand ist jungfräulich, dein Jungfernhäutchen ist jungfräulich. Ja. Also, Leute, wir spielen jetzt das erste Mal, egal ob die Runde jetzt loose ist oder nicht. Wir spielen das erste Mal jetzt mit Patrick. Ich hab die Warte, wo ist das Scheiß mit dem LB? Wo ist LB? LB ist das rechts? Rennen? Er hat gerade gesagt Aktion. Ja, Rennen? Aktion da. Ich hab ne Karte. Es ist dieser hässliche! Es ist dieser komplett hässliche! Was für einer? Mensch, Mongole mit Kettensäge und Dings! Leute. Wie kann ich rennen, Junge? Wie kann ich rennen? Mit LB, wenn du nicht an der Aktion bist. LB, LT hinsetzen, RB, Generator, hey, hier bist du. Leute, macht die Generatoren! Macht die Scheiß-Generatoren! Ui, wo ist dein Scheiß-Generator? Er rennt immer noch im Kreis um den Stein, weil ich ihn verarscht hab, Digga! Hey, wo ist denn so ein Kack-Generator? Musst du suchen. Ich suche gerade. Louis, er rennt mir immer noch hinterher. Ganz passt doch. Unschön. Da war noch eine Truhe. Ich höre einen Generator, da hat schon einer einen angefangen. Wie geht denn das mit der Karte lesen? Ich habe noch nie eine Karte benutzt hier. Hier ist mal einer, Louis, glaube ich. Ne, hier ist nur so ein Ding mit drei Totenköpfen. Ah, ich sehe, wo die Generatoren was dann ist, sind. Was ist Clean Seed Totem? Das kannst du wegmachen, da kann er seine Fähigkeit verlieren. Oder eine Fähigkeit, wenn er eine hat. Ich mach's gerade weg, ich hab's jetzt weg. Wenn es eins ist, wo du 1000 Punkte kriegst, dann hast du seinen Opfer kaputt gemacht. Ich habe 600 Punkte bekommen. Ja, dann war es ein normales. Es gibt nur ein einziges auf der Karte, wenn er ein Opfer hat. Alter, ich habe immer noch keinen scheiß Generator gefunden. Ich bist ja noch bei dir. Dammit. Nee, der ist weggelaufen von mir. Ich mache jetzt einen Generator. Irgendwer ist bei mir. Wenn du den Generator explodieren lässt, dann geh weg, so wie ich. Er kommt zum Beispiel zu dem Generator, weil das sieht er nämlich. Und stell am besten eine Option auf A. Ja, Fähigkeitenchecks, gut, weil das ist echt widerlich auf LB. Ich glaube, ich hab einen Generator gefunden. RB musst du aber gedrückt halten, ne? Damit ja, du reparierst. Das Spiel kann richtig Bock machen, vor allem wenn du richtig dumme Leute hast. Hä, bei mir ist es immer noch auf LB gelegt. Dann änder das nochmal. Hast du was Falsches gemacht? Kev, der hört nicht auf, mich zu verfolgen. Ja, mich hat er. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin um einen großen Stein die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Ja, es geht wieder nicht mit der Palette, Alter. Ich habe wieder eine Palette umgeschmissen. Du bist direkt wieder nicht. Und sie ist wieder nicht umgefallen. Wenn er dich aufhebt, kannst du mit dem linken Stick wiggeln, bis er dich aufhängt. Ja. Ich glaube, es ist einfach mal anders. Du kannst sogar schaffen. Ja, Kev, ich werde es vermutlich schaffen. Ja, ich hab's. Sehr schön. Ich hab gleich einen Generator. Er verfolgt mich halt wieder, das ist das Problem. Hab einen. Oh mein Gott. Ah, das ist Louis. Oh mein Gott, hab ich mich gerade erschreckt. Ja, wenn Louis bei dir langläuft, dann ist da auch der Killer irgendwo in der Nähe, ne? Ich merk's. Ja, der steht da vorne. Aber er geht weg, er geht Richtung gelben Bus. Ja, ich seh's. Hier, bei mir ist ein Generator, Louis, ne? Ja, er kommt zurück. Bitte sieh mich nicht. Seh mich nicht, sieh mich nicht. Bitte Deutsch. Oh mein Gott, der Hashtag ist laut, ich weiß aber nicht, wo er ist. Er ist nicht bei dir. Er ist immer noch hinter mir her. Ich hab noch einen Totem gefickt. Ich mach jetzt direkt noch einen Motor. Haken kannst du auch sabotieren. Der ist richtig nah bei mir, Armin. Wenn du so ein Werkzeug hast. So, ich bin einfach im Kreis gelaufen und im Felsen, bin irgendwann ihm entgegengelaufen und darauf kam er gar nicht klar. Ich seh ihn, oh mein Gott. Er ist hier hinten bei mir, Mit dem Anvisierknopf kannst du dich hinhocken, ne? Geh weg vom gelben Bus, Patrick. Patrick, hast du gehört? Anvisierknopf ist hinhocken. Er ist an mir vorbeigelaufen, er ist so dumm wie Kot, Junge. Aber da campt nicht die ganze Zeit an einer Stelle, weil irgendwann fliegen Raben über dir und die verraten dich dann halt. Er ist weggelaufen. Er ist so dumm wie Kot.
Ohne Alter, Witz, als Killer siehst du manchmal einen wirklich nicht. Das ist teilweise echt schwer. Oh Gott, jetzt habe ich den Motor hochgehen lassen. Alter, ich habe das A jetzt gar nicht geblickt, Grip. Und wenn du den ersten Teil von diesem Fähigkeitscheck triffst, ja, den ganz ersten Teil, wo so ein bisschen weiß ist, da kriegst du 150 Punkte, in dem Rest 50. Ach so, und übrigens, immer wenn du so Fähigkeitsdinger bekommst, hörst du vorher so ein Kling, so ein Bing, und dann kommt erst der Fähigkeitscheck. Daran kannst du ausmachen, dass du dich drauf einstellen musst, einzumachen. Wenn du das zweimal hörst, also wenn du einen gemacht hast und dann nochmal... Alter, wie laut ist dieser Scheißreparat? Oh, jetzt hab ich... Oh. Ich hab einen. Wieder. Ich hab eins, so ein bisschen mehr wie Viertel. Kev, geh von dir aus gesehen rechts lang. An der Wand entlang, da mach ich das. Ich seh die, weil ich hab Karte. Ich seh Louis. Jetzt hab ich wieder das A verkackt. Und der Killer ist hinter ihm, tschüss. Er ist irgendwo bei mir. Gerade gewesen. Louis, hilfst du mir? Ich geh an der Wand lang. Wenn du da bist. Heil mich mal. Wie geht das? RB. Auch RB. Alle Aktionen mit Aktion, RB. Da kommen auch Aktionen. Beim Heilen ebenfalls, auch wenn du dich selber heilst. Nein, upsala, sorry. Er kommt hier gerade bei mir, Digga. Er kommt hier gerade bei mir. Jetzt gleich Generator. Versuch aber nicht zu verkacken. Versuch's. Alle geht es flott. Er ist immer noch bei mir. Mach die Generatoren. Klar. Mach die Generatoren, er ist hier bei mir, Leute. Er weiß, dass ich hier bin wegen dem Raben, aber checkt nicht, wo ich bin. Wir haben es gleich, drei Viertel. Bei mir kommt aber keine Aktion. Die kommen immer am Ende nochmal. Wir haben es. Oh, egal. Jetzt aber gleich wegrennen, der kommt jetzt hier gleich safe her. Er steht an dem Stein auf der anderen Seite von mir. Ja, er kommt zu euch. Er kommt zu euch, Digga. Er kommt instant zu... Ja. Ich mach das Tote mir fertig. Lauft nicht in meine Richtung zu dem Motor. Ich weiß nicht, wo du bist, Digga. Bin ich Jesus? Er sieht mich nicht. Ich sehe ihn. Er ist da bei dir, Louis, in der Richtung. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht, obwohl ich an dem Totem sitze. Geradeaus von ihm. Oh mein Gott, ist ja dumm. Soll ich den Motor hier machen? Er ist wieder zurückgelaufen, Kev. Ja, zu euch. Ich habe kein Herzklopfen mehr. Ich habe eins. Ich hab den letzten Dings bei mir. Nee, es sind mehrere Generatoren. Fang ruhig schon mal an. Ah, okay. Und dann gibt's zwei Ausgänge. Immer. Und eine Luke halt noch. Er hat einen. Ich bin's nicht. Ich sitze an einem Motor, an der Wand. Ich auch nicht. Ich verkack's aber die ganze Zeit beim Reparieren. Kommt mal direkt zu mir hier an dem Ausgang. Hier ist der Motor und ein Ausgang. Ich seh ihn gerade. Campt er? Nee. Ich mache jetzt den letzten Generator fertig. Ich auch gerade. Wie weit sind eure? Fertig. Hier, kommt zu mir. Wo ist der Ausgang? Nehmt den linken. Den mache ich jetzt direkt auf. Den ganz links? Ja, die werden euch kurz angezeigt, die Ausgänge. Wollen wir den random hängen lassen oder nicht? Ja, lass hängen. Ich finde den Ausgang nicht, Suchuk. Louis ist schon mal hier. Armin, das Suchuk, Ausgang ist gleich offen. Ausgang ist offen. Sollen wir den noch holen oder was? Ja, ich würde sagen, wir holen ihn noch. Ja, komm. Nein, lauf einfach zum Ausgang, verfick nochmal, ich bin gleich da. Der eine Ausgang ist offen, der andere nicht. Wenn du vor einem verschlossenen stehen solltest, dann lauf links. Lauf weiter an der Wand entlang und dann kommst du zum Ausgang. Dann bist du am Ausgang, der offen ist. Wir versuchen noch den Typen hier zu retten. Ich ablenken. Soll ich ablenken? Ja, doch, ich kann dann sprinten. Er verfolgt mich nicht. Er bleibt stehen, Digga. Hab ihn abgehangen. Er hat mich geschlagen. Der Teammate muss jetzt nur noch laufen. Wenn der Teammate das jetzt verkackt, dann ist er selber verkackt. Dann ist das... Geh raus, Patrick. Ist seine eigene Schuld, hat er Pech. Halt, Kev, geh du noch nicht raus. Heil mich dann erst. Nein, heil uns gegenseitig. Ja, ja. Jetzt ist seine eigene Schuld. Wenn er uns nicht hinterher rennt, zum Ausgang selber schuld. Nochmal mache ich da nicht so ein Gehehle drum. Er hat ihn jetzt davon abgesehen. Oh, Alter, direkt da kam A, wo ich gerade meine Hand vom Controller genommen habe. Da kannst du, siehst du, wenn du uns zum Beispiel zuguckst jetzt, ne? Lass rausgehen. Ich habe gesamt 9012, ist das okay? Ist das gut oder schlecht? Es geht. Also ich bin sogar besser wie Louis.
Nee, wir kriegen gleich noch die Punkte dazu. Ah, ja, okay, ihr seid beide 3000 Punkte besser, easy. Ah, 9000 ist gut für deine erste Runde. Alles klar, Kev hat auf einmal 17.000. Ich hatte zwei Fähigkeiten, Skills komplett voll. Ich hab ne Karte, ich hatte jetzt auch gerade zum ersten Mal eine. Ich hab die Runde auch, 17.690. Nee, du hast 12.000. ich hab fast das Doppelte von Patricks Punkten. Ja. Ich würde mal sagen, das war jetzt die erste Runde mit Patrick. Die hat er jetzt auch das erste Mal dieses Spiel gespielt. Und er hat es eigentlich ganz gut gemacht. In dem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Video, beziehungsweise morgen. Haut da rein, ihr Wichser. Haut da rein.